Richtig, was brauchen wir? Ich glaube Zitronensaft. Oder Feuer, je nachdem, was jetzt hier erforderlich sein soll. So, schauen wir mal. In seiner Hütte. Aha. Tempel des Universums, aha. Oder so Universalen, was stimmt da jetzt? Diese Ullakian-Goblins sind nichts als wilde Fanatiker. Sie ruinieren alles. Ihretwegen komme ich nicht in die Nähe des Tempels des Universums. Nachdem ich diesen Durchgang zum Kerker entdeckt hatte, konnte ich viel Arbeit erledigen. Ich baute ein Haus darüber, um sicherzustellen, dass kein anderer davon erfährt. Ich mache mich auf den Weg in den Kerker, überquerte die Steinbrücke, betrat aber nie den Tempel. Ich beschloss, eine Treppe von Kampfgräbern dorthin zu schicken. Sie erledigen die ganze Drecksarbeit gegen ein gutes Gehalt, um zu verhindern, dass sie von dem Geheimgang unter den Dielen in meinem verborgenen Raum erfahren, schlug ich ihnen vor, einen anderen Weg zu finden. Lass sie graben, dafür sind sie ja da. Wartet auf mich, mein Herr. Bald werde ich das Geheimnis des Tempels des Universums erfahren und du wirst diese Welt wieder regieren. Hillamir writes that he built a house right above the entrance to the dungeon. He writes that the entrance is located right under the floor of the room where I was imprisoned. Wie wär's, wenn du dir erstmal was anziehst? A door right under the floorboard, huh? Mom, you're not really going to the mines, are you? Didn't you read about all the scary goblins there? I'm ready to do a lot of things for our well-being. I'll wait for you here. I'll try to get a bit stronger. Na dann wollen wir mal. Aha. So, die mittlere Kachel bewegt sich schon mal nicht. Bewegen sich nur in eine Richtung. Okay. Dreh die Scheiben durch Vogel, Pflanzen und Tierbilder. Okay. Was haben wir hier? Das war natürlich Absicht. Ja, dann brauche ich hier noch ein... Leguanischen Schwanz haben wir. Dann würde ich jetzt am liebsten die Schlange zusammensetzen. So. Hier ist es auch immer wieder sehr großzügig, was das alles angeht. Was ist das denn für eine Form hier? Was soll das hier darstellen? Ein Schnabel. Hm. Ja. So, wir haben hier ein... Okay, direkt zusammengesetzt. Sehr gut, das ist natürlich geplant gewesen. Genauso wie das. Nicht das, sondern das. Wir haben da noch eine Schildkröte. Eigentlich wollte ich die Schildkröte zusammensetzen und nicht das, aber nur gut. Hier ist nicht die Schildkröte. Ist das die Schildkröte? Nein. Auf einmal doch.
So, hier haben wir noch einen Hirsch. Der hat keine Beine. Das sieht doch passend aus. Ach, das ist ein... So. So. So nicht, dann ist das halt Geweih. Dann machen wir den hier hin. Oh Gott. So, jetzt haben wir den Hirsch. Ja. Der jetzt keine Beine kriegt, weil das so ist. Go to the dungeon and try to find the temple there. Meanwhile, I have to gain some strength and mana. Are you going with me, Jim? Are you kidding me? You have giants destroying houses here. I'd rather go right under the ground. Ah. Hier ist dunkel. Ich nehme Someone had camped out there, and it seems that it happened a long time ago. Ein Chamäleon-Objekt nehmen wir gerne mit, beziehungsweise ein Morphing-Objekt. Aha, da haben wir den Schatz gefunden. Hinter den zerstörten Fässern. Hilamir. Hilamir ist ein Magier, Mitglied des Ordens der Wächter und der letzte Verwalter der Draggeber. Er erwies sich als ein heimlicher und glühender Anhänger des Ulakismus. Es handelt sich um eine religiöse Bewegung, die auf der Idee beruht, Drag'ul wiederzubeleben und ihn zu verehren. Nachdem er die Geschichte der Drags sorgfältig studiert hatte, fand er als erster in der Neuzeit den Weg zum Tempel des Universums, der der Legende nach das gesamte Wissen über die Macht der Drags enthält. We need to check the camp first. Maybe we'll understand what happened here. Zieh alle Gegenstände in ihre Position. Der sieht schon etwas aus, wäre ein bisschen länger hier wäre. Hä? Eine Maske. Was ist das? Das muss man so schlecht erkennen. Ein Teil hierfür? Nö. Bericht Nummer 6. Heute haben uns die Kobolde in eine Sackgasse gedrängt und das Loch von der anderen Seite aus mit Brettern vernagelt. Uns geht langsam die Nahrung aus. Es gibt eine Art Steintür über unseren Köpfen, aber sie ist so stark, dass wir sie nicht durchbrechen können. Dies scheint das Ende zu sein. Verdammt nochmal, Hilamir. Du hast uns nie von den bösen Dingen gewarnt, die in diesen Kerkern stattfinden. Die Artefaktkiste wird jedoch immer bei uns bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich so sterben würde. These are the remains of the diggers Hilamir sent here long ago. Das ist korrekt. Die Artefaktkiste machen wir nicht auf. Okay.
So. Was fehlt denn hier? Das kommt noch da oben. Hier fehlt ein Geweih. Haben wir noch mehr Cash? Hier können wir was suchen, aber nicht was. Machen wir es halt so. Okay, das ist ein Totenschädel dafür. Ein Korken. Was machen wir jetzt mit einem Korken? Ach hier, Weinflasche. Mais. Tun wir zu dem Mais wieder zurück. Das ist ein Bohrer. Okay, das ist ein Handbohrer. Den darf ich nicht bewegen, okay. Die Brille gehört ihm wahrscheinlich, genau. Ansonsten haben wir hier noch zwei Gegenstände, die wir bewegen können. Einmal den Deckel, wird wahrscheinlich zum Topf gehören. Achso, hier das Ding geht dahin wahrscheinlich. Eine mechanische Handfläche, jawohl. Wollte ich schon immer mal haben. Na dann. Unser Allzweckwerkzeug. Und wir haben schon wieder Seil gekriegt. Keine Überraschung, es ist geschlossen, ja. It's closed. Wieder Steinhaufen mit kaum den Hang gehalten. Okay. Siege. Nein, Segen funktioniert nicht. Ich muss etwas. Okay, wir können keine Bretter durchsägen. Okay, hier im geheimen Abstieg können wir definitiv noch irgendetwas machen. Irgendwo. Hier brauchen wir irgendein Relief. Mit einer mechanischen Hand. In der Taschenlampe. Sägen können wir nicht. Haben wir schon ausprobiert. Können wir hier sägen? Okay, merkwürdiges Steinverhalten. So, Karte, hier haben wir alle Sammelobjekte, okay. Aber hier können wir immer noch irgendwas machen. Meteoritgestein. Achso, weil wir uns hier noch umgucken können. Hier gibt es eine hohe Kante. This is the stone bridge that was mentioned by Helimir. There must be a temple somewhere behind it. Der sieht erschossen aus. I have a strange feeling that someone's watching us right now. Sieht aus wie Lehm. Hätte sein können. Bericht Nummer 5. Nachdem wir den Tempel in Eile verlassen hatten, beschlossen wir, eine Pause zu machen, um Luft zu holen. Ich hatte Zeit, die Dinge, die drin passiert sind, aufzuschreiben. Leider wurde diese Aufzeichnung dort hinterlassen. Ich habe sie liegen gelassen, weil wir plötzlich von Kobolden angegriffen wurden. Ich glaube, es war ihre unsichtbare Präsenz, die ich die ganze Zeit gespürt habe. Wir begannen, uns zu verheeren. Und als wir merkten, dass es viele von ihnen gab, rannten wir über die Brücke. Wir hatten keine Ahnung, dass sie voller Fallen war. Leider verloren wir dadurch viele unserer Verbündeten. Und auch einige Kobolde starben auf der Brücke. Also, effektiv, da hinten sind Kobolde. Aha. Ich
Den Kratzern zufolge muss es hier bewegliche Teile geben. Nehmen wir die mechanische Hand auch noch mit. We need to cross the bridge, son. Follow me and keep your eyes open. Geh auf die andere Seite. Boah, so eine Kreissäge auch noch. Okay. So, jetzt gucken wir uns noch kurz um. Ja, hier ist safe. War geradeaus jetzt auch safe? Nee. Können wir eigentlich drüber gehen ohne Probleme? Oder muss ich jetzt außen rum? Da gehen wir über außen rum. Safe is safe. Ja. Aber wir sehen halt zumindest ein bisschen was. Hier können wir zwischendurch Pause machen. Na, um es halt auszuprobieren. Ach, wir können einfach so rüber, okay. Na, hier geht's natürlich nicht weiter. This is most likely the entrance to the temple. Now we have to do something Helimir couldn't. We have to get inside. Doch zunächst ziehe ich mir dieses Morph-Objekt um. Aha, da haben wir es bei den Knochen auch gefunden. So, und hier gibt's jetzt... Auf der Brücke gibt's noch ein Kabinenobjekt. Beziehungsweise ein Morph-Objekt. Na, was morpht hier?